Willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Special von Lustige Witze. Übermorgen sind Bundestagswahlen und zu diesem Anlass haben wir es uns nicht nehmen lassen und uns mal ein bisschen über die Parteien und Politik lustig gemacht. Mein Name ist Michael. Ich bin Lea. Das da hinten ist Scheiger, der auch schon völlig verzweifelt ist und sich umgedreht hat, weil er nicht weiß, was er wählen soll. Und das hier ist eine Special-Folge Lustige Witze. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Jo. Welches ist der Unterschied zwischen einer Telefonzelle und Politik? In der Telefonzelle muss man erst zahlen und darf dann wählen. In der Politik darf man erst wählen und muss dann zahlen. Am Stammtisch. Ich liebe Politiker auf Wahlplakaten. Die sind tragbar, reden kein dummes Zeug und sind leicht zu entfernen. Was ist der Unterschied zwischen einem Telefon und einem Politiker? Das Telefon kann man aufhängen, wenn man sich verwählt hat. Jens Spahn fordert, dass Hirntote ihre Organe spenden müssen. Ich denke, dass im Bundestag genug potenzielle Spender sitzen. Wann sollte der Politiker nicht brechen? Beim Wahlversprechen. Das ist wieder so ein Leerwitz irgendwie. Ich glaube irgendwie... Ja? Ja, genau. Warum trinkt ein CSU-Politiker in der Öffentlichkeit nie mehr als 6 Maß Bier? Damit die Wähler nicht merken, dass er Alkoholiker ist. Armin Laschet hat ein ganz besonderes Talent. Nur er wird bei einem Triell Vierter. Stimmt, da gab es ein Bild zu, ne? Man sollte seine Prinzipien überdenken, wenn der Wahlomat sagt, ihre Partei wurde 1945 verboten. Bitte wählen Sie neu. Vorschlag, wenn wir bis zur Bundestagswahl nicht mindestens 85% durchgehend sind, kommt Tempolimit 130. Boah, das wäre was. Nein, also Politik, ne? Wir wollen uns ja nicht auf irgendeine Seite hier stellen oder Nein. so, bloß nicht. Wir sind bestimmt nicht links-grün versifft. Nein, da will man sich einmal als Wahlfälscher bewerben und da wird einem direkt schon gesagt, dass die Ergebnisse bereits feststehen. Manno! Wenn du übermorgen in der Wahlkabine völlig verzweifelt stehst und du realisierst, entweder Laschet, Baerbock oder Scholz werden Kanzler. Was anderes gibt's nicht. Was war bei South Park Wahl zwischen der Kotstulle und einem Rieseneinlauf? Hab's doch mal irgendwie. Letzten Endes können wir wählen, was wir wollen. Der Markt regelt das schon. Mein aktueller Lieblingssatz im Wahlprogramm der CDU. Eine Vermögenssteuer würde uns alle treffen. Weißt du, warum ich nicht CDU wähle? Warum? Weil ich unter 3.500 netto verdiene. Ja, Geringverdiener. Wenn du nicht die erste Wahl bist, dann sei auch einfach keine Alternative. Das wollte ich mir übrigens dazu sagen. Ich habe übrigens schon mal ein ausführliches Video gemacht, was mir an der AfD nicht gefällt. Aber ihr habt mich in den Kommentaren komplett vernichtet. Ihr habt jedes Gegenargument zerlegt. Mit der Aussage, dass ich eh nur ein Typ mit einem pinken Pulli und einer roten Strähne bin. Also alles entkräftigt, gut gemacht. Neulich habe ich Kamele am Taxistand gesehen. Haben die Grünen die Wahl gewonnen? Die aktuelle Wahl ist wie ein Eis bei McDonald's. Egal welche Sorte du dir aussuchst, die Eismaschine ist sowieso kaputt. Komm bei Bestellung ihre McDonald's bitte. Wählt die Marmeladenpartei. Wir haben Bier, Obst im Haus und die letzte Folge Final Frustration. Wählt die Marmeladenpartei. Final Frustration abgedreht bis Ende 2049. Ihr haltet einen Klimaausstieg bis 2050 für unwahrscheinlich. Wir setzen einen drauf. Wahlomat 2021. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn meine Abgeordneten vollkommen korrupt sind. Ich stimme zu, neutral oder ich stimme nicht zu. Kim Jong-un sagte einst, ich wiederhole es nur ungern, aber eine demokratische Wahl mit mehreren Kandidaten funktioniert nie. Winnie Pooh sagt nein. Das Video ist dann jetzt auch in China gesperrt. Ja. Kommentare kommentiert sagt. Willkommen zurück zur Kommentare-Kommentierzeit. Die Zeit in diesem Video, in der wir eure Kommentare kommentieren. Bevor es allerdings jetzt damit losgeht, erstmal etwas Persönliches. Meine Kollegin von, da oben sind sie, Worldwide Wohnzimmer, sind erneut für den Deutschen Comedy-Preis nominiert. Es wäre schön, wenn ihr uns unterstützen könntet und in dem Link in der Videobeschreibung einmal für Worldwide Wohnzimmer votet. Micha, zünd die Bengalos! So, eure Kommentare jetzt. Philipp Seemann schreibt, Hi Master Jam und Konsorten, ich muss jetzt hier mal eine Real-Life-Story erzählen, die ich in gewissen Maßen durch dich erlebt habe. Im zweiten Jahr meiner Ausbildung verlor unser Klassensprecher in der Berufsschule seine Ausbildungsstelle. So musste ein neuer Klassensprecher her. Um diesen zu wählen, wollten wir es per Absolutmehr entscheiden, also über 50% aller Wahlbeteiligten, wer am wenigsten Stimmen hat, scheidet aus. Ich habe mich ebenfalls zur Wahl aufstellen lassen, neben mir waren noch 4 andere, die Bock auf den Posten hatten. Da ich in der Klasse eher unauffällig war, flog ich bereits nach der ersten Wahlrunde raus. So ging es dann weiter, bis nur noch 2 im Rennen waren. Da dachte ich über einen Witz nach, den ich bei dir gehört hatte und stand auf. Klassensprecher wählen sind wie die US-Wahlen. Man wählt den dümmsten, weil es am witzigsten ist. Die Klasse musste laut lachen und jemand schlug vor, mich erneut in die Wahl mit auf.
aufzunehmen. Daraufhin gewann ich die Wahl fast einstimmig. Danach kam einer zu mir und sagte, haha, du bist der Dümmste in der Klasse. Da erwiderte ich, würde der Dümmste eine Wahl, bei der er in der ersten Runde rausflog, mit nur einem Spruch noch gewinnen? Das ist Talent, würde ich mal sagen. Lustige Witze auf Master Jam. Making Klassensprecher sind 2016. Among Panda Games sagt, ja lol, als wenn mein Kommentar reingekommen ist. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Da kannst du mal sehen, wie wenig Kommentare ich aktuell kriege. Wenn Parteien Büroobjekte wären, Linke, WLAN-Verteiler, SPD, Zimmerpflanze, Grüne, Kopierer, CDU, Faxgerät, FDP, Ute Merz-Bilder an der Wand, AfD, Papierkorb. Oder Lasse, der ist sicher klasse. Halt der Maul. Aiboganyeniraki schreibt, ich verstehe gar nicht, warum dieser Kanal noch nicht mehr unterstützt wird. Ihr seid super, weiter so. Jedenfalls danke an der Stelle für das Kompliment. Wir freuen uns sehr darüber. Wir beide, die uns hier jede Woche für euch den Arsch aufreißen. Mal mehr, mal weniger. Wenn ihr uns trotzdem noch unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Euro oder mehr im Monat tun. Auf patreon.com/masterjam. Und ich habe gehört, wir wollen die Seite bald ein bisschen aufpimpen und euch sogar noch ein paar Sachen dort anbieten, dass ihr Geschenke kriegt, wenn ihr uns unterstützt. Das wird richtig sexy. Es schreiben gerade nicht so viele Leute Kommentare von euch. Deswegen habe ich es mir einfach mal nicht nehmen lassen und mir mal Kommentare von vor 8 Jahren rausgesucht aus alten Videos. Auron System 407 schreibt: Positiv denken, Micha. Immer positiv denken. Ah, shit, ey. Hätte ich den Kommentar schon vor 8 Jahren mal wahrgenommen, dann wäre mein Leben heute ganz anders. Oh, Ceo. Ceo, vor 4 Jahren. Du bist eine Nudel. Lieber Ceo von vor 4 Jahren. Selber Nudel. Batman Air schrieb vor 6 Jahren: Lass das mit den unlustigen Witzen. Nö. Das war's auch dieses Mal mit der Kommentare kommentiert Zeit. Wenn ihr für die nächste Folge wieder ganz, ganz frische Kommentare haben wollt und nicht die von vor 8 Jahren, obwohl ich das eigentlich auch gerade ganz witzig fand, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Kommentare schreiben. Erzählen wir noch ein paar Witze? Ja, warum ist es gefährlich, einen grünen Wähler zu schlagen? Weil sie alle ein Brett vor dem Kopf haben. Und was ist das Gegenteil von Rechtschaffen? Oder heißt das Rechtsaffen? Rechtschaffen, also nicht Rechtschaffen. Rechtschaffen. Links faulenzen. Du schaffst Recht. Ach so. Recht schaffen, nicht rechts schaffen. Ach so. Und auch nicht rechts schaffen. Ich mache keine rechte Affen. Ich meine, die AfD sind rechte Affen, aber... Warum wird es Kindern nicht langweilig bei den Linken? Wir haben immer Versprechungen zum Ausmalen. Was ist flüssiger als Wasser? Die NPD, die sind überflüssig. Was passiert, wenn man einen SPD-Politiker in die Wüste schickt? Lange erstmal nichts, aber so nach 4 Jahren wird der Sand echt teuer. Was ist der Unterschied zwischen einem Theater und der Piratenpartei? Im Theater werden gute Schauspieler schlecht bezahlt. Was heißt CDU? Club der Unfähigen. Kennt ihr noch weitere CDU-Abkürzungen? Schreibt sie uns in die Kommentare. Ich weiß nicht, warum immer alle auf der FDP rumhacken. Sie tut doch gar nichts. Manche CSU-Politiker versprechen nichts, aber das halten sie dann auch. Brot kann schimmeln. Was kann die AfD? Was passiert, wenn sich ein Grünpolitiker an einen Baum lehnt? Der Baum fällt. Warum? Der Klügere gibt nach. Heißt der Vorsitzende der Piratenpartei eigentlich auch Captain? Warum fährt Merkel nicht so gerne mit dem Zug? Weil an jeder Haltestelle die Durchsage kommt, bitte zurücktreten. Die diesjährige Wahl erinnert mich auch leicht an Schrottwichteln. Oh, das ist mein Lieblingswitz, deswegen kommt er auch als letztes. Du musst dir keine Sorgen um deine Rechts-Links-Schwäche machen. Alice Weidel hat die auch. Das verstehe ich nicht so ganz. Warum? Weil sie mit einer Frau verheiratet ist, aus Sri Lanka und 2 Kinder großzieht. Das waren deine Witze. Du hast noch Memes mitgebracht, habe genau. Ich gehört. Erste Wahl bei AfD-Jucken. After-Jucken. Dann hätten wir einen Klassiker. Ja, das ist sein Job. Da ist er richtig. Aber die Kinder in dem Interview fanden ihn nicht so toll. Nee. Er fand auch die Kinder, glaube ich, nicht so toll. Das ist auch... What the fuck? Ja, das beschreibt die politische Situation im Land, glaube ich, sehr gut. Den fand ich auch schön. Deutsch, was? Deutsche Frau kein Freiwild, kapiert? Feminismus hier Bossen. Könnte tatsächlich ein echtes Plakat von der CDU sein. Wenn ihr absolut gar nichts verändern wollt in diesem Land und wollt, dass einfach alles nur noch schlimmer wird, dann wählt doch einfach die CDU. Dann passiert einfach gar nichts. Alles so, wie es ist. Nein, jetzt hast du deine Schnauze! Auch warum, wunderschön. Und warum versteht er meine Zeichen nicht? Zeichen. Baerbock-rechter Schuh zeigte immer wieder in Richtung Ist das echt? Das ist echt. Der Artikel was? Ist echt. Was? Ich habe leider keine Quelle gefunden, welcher Artikel sorry, das war. Sorry, das aber... muss ich jetzt mal gucken. Natürlich war es bei Bild. Wo denn sonst?
Hier, meine Damen und Herren, ein Bild. Lea, wenn sie im Büro ist und Lea, wenn sie im Homeoffice sitzt. Ja, Lea, schön, dass du hier warst. Ja, gerne. Geht bitte übermorgen wählen. Wählt weise. Wir wollen euch jetzt nichts vorschreiben, aber wählt bitte weise. Und ich würde sagen, Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns nächste Woche. Daumen hoch, like und abonnieren. Like und abonnieren. YouTuber!